So, grüß euch liebe Filmfans, heute ist Donnerstag, willkommen bei Room Entertainment. Ich habe zuerst gedacht, ich freue mich an Klassiker oder sowas, ich war mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich jetzt erst vor kurzem einmal diesen Film geschaut, The Book of Eli, in Denzel Washington, Gary Oldman. Endzeitvision in bester Mad Max-Manier. Und der Film ist von den Hughes Brothers. Die Hughes Brothers kennen vielleicht nicht alle, haben eben From Hell produziert und so weiter. Ich sage mal, so ein Film. Das ist erst nicht einmal einen Monat noch auf DVD oder was, glaube ich. War doch, keine Ahnung. Die Zukunft der Welt liegt in seinen Händen. Schaut von hinten aus. Der Film dauert 113 Minuten. Extra ist auch drauf. Lost Tales, ein Neuanfang, eine Reise. Also Alice Reise, entfernte Szenen. Die Musik von The Book of Eli, Making of und Interviews. Das Ganze schaut so innerlich aus. Oh, die VD, so ab 16 der Film eben. Auf Blu-ray gibt es eben das Steelbook, was Querformat hat, glaube ich, wenn mir das da ist. Aber da habe ich ja kein Blu-ray hab, muss ich auf die VD zurückgreifen. Ne? Auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, okay, schauen wir mal den Film noch. Ich habe nicht so viel erwartet, weil die Kritik nicht so super sind. Aber irgendwie schon. Ich habe halt gedacht, schauen wir mal dann noch einmal angeschaut. Und der Film hat mir irrsinnig gut gefallen. Das ist echt ein super Film. Denzel Washington spielt einfach, der hat einfach eine der coolsten Rollen in seiner Laufbahn, finde ich, dabei. Gary Oldman natürlich auch das super. Gary Oldman kann man irgendwie vergleichen mit von das fünfte Element im Bösewicht, wo er eben den Bösewicht spielt. Ja, wir schreiben das Jahr 2044, genau. Das Jahr 2044, die Erde ist zerstört. Ein Krieg, ein dritter Weltkrieg hat es gegeben. Und eine Naturkatastrophe hat auch alles verbrannt, kann man sagen, weil die Ozonschicht hat sich irgendwie aufgemacht oder da ist ein Loch reingekommen und die Sonne hat gnadenlos runtergebrannt. Nur einige oder ein Haufen von Menschen oder weiß nicht wie viel haben überlebt und müssen wieder einen Anfang wagen. Also kann man fast sagen, die Welt ist eigentlich wieder wie in der Steinzeit. Er ist eben noch, der trifft auch immer auf die, also er ist halt durch, er reist halt durchs Land, immer nach Westen, sagt er. Und trifft dabei immer auf irgendeine Rowdies und so weiter und irgendwann kommt er mal in eine Stadt. Das ist eine kleine Stadt, wo er einkaufen geht eben. Und durch Zufall trifft er dann eben auf den Gary Oldman da, der was unbedingt Bierhaus sucht, weil es fast keine Bier mehr gibt und viele Leute können ihn lesen. Weil die Menschen, die was damals gelebt haben, bevor die Katastrophe passiert ist, also zu unserer Zeit jetzt sind, so wie unsere Gesellschaft, das kennen die meisten gar nicht in der Zukunft da. Die können weder lesen noch schreiben, weil einfach keine Schule, nichts gibt's. Die sind einfach so wie Raudis, die sind einfach über vielen Leute bringen sie um und nehmen deren Habseligkeiten mit, genau. Das ist ein bisschen was sie haben, weil es gibt ja kein normales Leben mehr eigentlich in dem Film. Sind postapokalyptisch und das Setting ist einfach extrem geil. Und wenn jemand schon einmal Fallout 3 gespielt hat, das könnte 1 zu 1, das könnte eine Videospielverfilmung sein, kann man fast sagen. Von den Settings her auf jeden Fall, weil die Landschaften so ausschauen mit der Brücke, was man sieht, dass er zerfallen ist, wie in dem Spiel eben. Und echt super gemacht. Und immer scheint die Sonne und die Wolken so komisch, das Wetter so komisch, ist wahrscheinlich wegen der Zonenschicht oder was, keine Ahnung. Aber egal, das war halt einmal ein schöner Pluspunkt zum Film. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Der Gary Oldman sucht eben ein Buch. Schickt eben seine Raudis da raus. Alle Bier hat zu bringen, was sie finden. Aber sie sagen, wie sie sind dabei. Das hat aber er. Der Denzel Washington als Eli. Der hat eben dieses Buch. Und der will es nicht aus der Hand geben. Er weiß, wie wertvoll dieses Buch ist. Er liest jeden Tag draus und der ist Richtung Westen. Weil irgendeine Stimme hat ihm einmal gesagt, dass er unbedingt das Buch Richtung Westen bringen muss, obwohl er nicht weiß, was dort ist. Naja, und so begleitet man eben ihm auf seiner, sagt man, auf seiner Tour durch die Wüste, durch die Städte, weil die Welt ist ja nur noch eine Wüste eigentlich. Und ja, sieht man einen Haufen schöne Special Effects. Nein, Special Effects sind nicht, aber Action-Szenen gibt es coole, Kampf-Szenen sind cool. Wenn er so da steht, mit auf einmal zieht er sein Schwert aus, oder was er da hat, oder sein und das hat er halt noch und messelt noch an die ganzen Raudis nieder. Das hat ziemlich brutal gemacht eigentlich. Hände noch geschnitten, das Blut spritzt schon, aber das ist meistens so wie bei Kill Bill, das ist schwarz gehalten. Weil meistens sind der Hintergrund voll Höllen, die vorne hupfen, die Mann kann in schwarz im Umher, wie sie sich gegenseitig umbringen und so weiter. Nur ja, sind coole Actionfilme, sind coole Action-Szenen. Und er steht in der Mitte und macht locker 5 bis 10 Liter Alarm fertig. Wo das gelernt hat, weiß man nicht. Er weiß nicht, was er früher gemacht hat. Er ist nur einfach ruhig, intelligent und extrem gefährlich.
Nach einer gewissen Zeit trifft er eben auf so eine junge Frau, die begleitet ihn nachher. Die kann auch nicht lesen und schreiben, die weiß auch nicht gewisse Sachen, was um seine Welt normal ist, kennt sie nicht. Zum Beispiel, der Sebastian läuft immer um mit so einem iPod, kann man fast sagen, so einem iPod. Mit Musik drin, das gibt es ja auch überhaupt nicht mehr fast. Oder überhaupt nicht, die Leute kennen das nicht. Und der hat eben dieses interessante Buch. Das Komische ist nur bei den Filmen sind, das Buch, was der hat, das kann man sich nach der Hälfte der Zeit schon denken, was das für ein Buch ist. Das wäre jetzt auch nicht verraten an der Stelle, aber trotzdem, man kann sich irgendwann mal denken. Und ja, man sollte dann aber mit den Details mal denken, ja super, das soll jetzt der Twist zum Schluss sein. Na, der Twist, der kommt echt erst zum Schluss. Und das ist, also ich war ziemlich verwundert, wo ich das gesehen habe. Ja, geradezu schockiert irgendwie. Das ist ein Schluss, der ladet den Film ein, sich den nochmal anzuschauen eigentlich. Sehr intelligent gemacht eigentlich von den Regisseuren, das sind ja zwei Regisseure, dass sie den Film so konzeptieren, dass man ihn unbedingt ein zweites Mal noch anschauen will. Also ich hab's jetzt nicht ein zweites Mal angeschaut, aber weil sie ja noch machen, jetzt in näherer Zukunft. Denn man ist wirklich neugierig, nur mal den Film zu schauen, wenn man auf gewisse Sachen achten muss. Oder will oder tut, keine Ahnung. Jedenfalls der Schluss hat es in sich, mir gefällt er, ja, vielleicht ein bisschen zu. Ich mag das Wort jetzt nicht sagen, weil sonst, weiß nicht, das verrate ich schon, wie soll ich sagen, dann. Das mag ich nicht sagen, einfach weil ich schon zu viel verraten habe mit dem Wort. Auf jeden Fall, es ist zu sehr in eine gewisse Richtung, aber das ist nicht so schlimm, weil der ganze Film ist eigentlich ruhig, so gewisse Stellen. Passiert zeitlang nichts, da siehst man immer lang umlaufen, wie ein Jahr gesucht und so weiter. Plötzlich geht es dahin, dann bringt der Leute um einen nach dem anderen. Explosionen, Autos fliegen durch die Gegend und so, gibt es auch Szenen, das extrem cool gemacht ist. Ja, und das ist auch alles sehr schön im Bild gehalten. Also meistens in Zeitlupe und so weiter, wenn er so auftaucht und der Leute sich in Zeitlupe so kümmern und so, voller Coole. Und das kommt da wirklich cool rüber. Auf jeden Fall, nur die Schauspieler sind super. Denzel Washington ist einfach extrem cool in der Rolle. Gary Oldman spielt das super. Das kleine, die junge Frau sind begleitet, da ist auch nicht schlecht. Ja, mit den anderen Leuten hier, der Ray Stevens spielt da mit, oder wie der heißt, der spielt einen Punisher in Warzone. Der spielt da mit. Aber nur seine Nebenrollen. Und ja, auf jeden Fall kann ich jedem im Film nur empfehlen, dass er auf Denzel Washington steht, unbedingt anschauen. Und das so, da was von zukünftigen oder so von postapokalyptischen Zukunftsfilmen gerne schaut, da kann auch drauf zurückgreifen, unbedingt. Mir kriegt der Film auf jeden Fall 9 von 10. Naja, deswegen, weil einfach die gute Action ist, die Geschichte ist cool irgendwie, die Aufnahmen sind schön, Denzel Washington ist super, die Action-Szenen haben es in sich und der Twist zum Schluss. Der letzte Punkt fällt eben, weil es in gewisser Weise zu viel in eine Richtung geht. Aber sonst ist das ein super Film, wirklich. Kann ich nur empfehlen, schaut euch den Film an und das war's für mich wieder die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Für dich!